Stade Louis II. Monaco gegen Schalke. Nach diesem fulminanten Sieg im Bernabeu-Stadion von Madrid, nach diesem 4:2 Erfolg gegenüber den Titelverteidiger Real, ist das Selbstvertrauen natürlich noch mehr angewachsen. Man kann die großen Mannschaften besiegen. Nur wir müssen jetzt gucken, dass wir das auch über einen gewissen Zeitraum halten kann. Ich gucke nach draußen zu meiner Linken. Es ist am Schneien wie wild. Und wir sitzen hier in unserem schönen Kabuff. Spielen mit Schalke. Scheint jetzt bisher eine tolle Champions League. Muss man dazu sagen. Auf jeden Fall. Wir wissen auf jeden Fall, wir können es. Wir können auf jeden Fall mit den Großen mithalten. Schalke ist nicht die beste Mannschaft in diesem Spiel. Wenn Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, wenn wir die alle schlagen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir dort auch was erreichen werden. Monacos Mannschaft, trotz Abgang von Kylian Mbappé zu PSG, nicht minderwertig schlechter. Wir spielen ein bisschen veränderte Frontreihe mit Harit auf der 10, Embolo als Stoßstürmer, Burgstaller zieht auf rechts. Ansonsten ist alles identisch geblieben mit der Mannschaft. Never change a running team, never change a running system, never change a winning team. Muss dazu gesagt werden. Und das nächste Auswärtsspiel gegen AS Monaco. Selbstvertrauen ist da, nur wir dürfen uns jetzt nicht von der Euphorie herleiten lassen. Embolo. Es gibt sofort die erste Ecke, die der Schweizer Nationalspieler dort rausholt. Der ja bisher noch nicht wirklich wieder zu seinen alten Zeiten zurückgekehrt ist, nach seiner Totalschadenverletzung letzte Saison gegen Augsburg. Ich denke mal, durch dieses Ergebnis ist die Gruppe durchaus wieder ausgeglichener geworden. Konoplyanka schickt Embolo. Aber der Verteidiger passt auf. Lass es sogar Fabinho gewesen sein. Ah nee, da ist er. Und Oczipka. Kam aus Frankfurt. Bisher hinterlässt er bei mir einen bleibenden Eindruck. Zumindest in diesem Spiel, in dieser Mannschaft. Amin Harit. Von der Pianca. Sucht den Freiraum. Ja. Flanke kam ein bisschen zu optimistisch. Einwurf für die Gastgeber. Für die Monegassen. CDB. War wieder der Fuß zwischen eines Schalker Spielers. Embolo könnte theoretisch aus der Distanz es versuchen, probiert es auch. Aber da kam gerade noch einer hinzu und hat Schlimmeres verhindert. Naldo. Mit dem Ballgewinn Burgstaller. Wieder der tiefe Ball auf Breel Embolo. In der Mitte ist Armin Harit frei. Harit 1-0! Und es ist der Youngster. Armin Harit bringt Schalke in Führung gegen den AS Monaco und das zum Stand hochverdient. Burgstaller, Embolo, einfach mit einem No-Look-Pass. Den wieder in die Mitte gegeben. Da hätte auch theoretisch ein Verteidiger noch stehen können. Aber warum auch um alles in der Welt lässt man, egal ob es jetzt Amin Harit ist oder
Gareth Bale oder sonst wer, wie kannst du so einen außer Acht lassen? Wie kannst du so jemanden außer Acht lassen? Also wirklich, es ist eklatant. Aber nun gut. Umso besser für uns. Schalke führt mit 1-0. Und weiterhin hält die Verteidigung. Wie gesagt, die einzigen Gegentore, die wir gekriegt haben, waren gegen Real Madrid. Und wenn weiter die Tormaschinerie rollt, über die ganze Saison, dann wird's wirklich witzig. Bentaleb. Mit dem Pass habe ich nicht gerechnet. Embolo! Was für ein schöner Kombinationszug. Und auch er trifft. Bentaleb. Der sollte eigentlich auf ganz außen hin. Aber nun gut. Wenn das diesen Erfolg bringt, ist es mir doch recht. Und schnell hat man die Führung ausgebaut. Nach 20 Minuten. Und das Pfeifkonzert, das gellende Pfeifkonzert geht los in diesem Stadion. Monaco all over the place. Jetzt mal ein klitzekleiner Fehlpass. Ja, das hat nichts mit dem Ball zu tun. Ist glasklar. Auch eine Verwarnung zieht das nach sich. Meine Fresse, wie sieht Thilo Kehrer denn bitte schön aus? Aber das Modell Thilo Kehrer, was hier erstellt wurde, als ob der arme Junge gegen den Zaun gelaufen wäre. So zerknautscht sieht sein Gesicht aus. Was in echt das auf jeden Fall nicht ist. Also davon mal ab. Nastasic. Matija Nastasic, Konoplyanka, Rocipka, Embolo, und das sind viel zu viele Räume, die diese tiefen Bälle, die Monegassen lassen es einfach zu. Verteidigungsarbeit ist da nicht wirklich. Das haben wir in der ersten halben Stunde dieses Spiels gesehen. Jetzt versucht man so ein bisschen Raum zu kriegen. Und Falcao, Radamel Falcao, hätte Fährmann auf jeden Fall auf den falschen Fuß erwischt. Fabinho und Falcao. Das bleibt nur bei dem Versuch. Der Fährmann mit dem Abschlag. Kommt nicht wirklich an. Einwurf für den AS Monaco. Sie standen im Halbfinale in der vergangenen Saison. Da ist man an Juventus gescheitert. Man stand 2004 im Finale auf Schalke in der Champions League. Das Finale 2004 fand in Gelsenkirchen statt. Und man hat das krachend verloren gegen den FC Porto mit 0-3. Also das Wiedersehen auf Schalke wird nicht wirklich schön werden für die Monegassen. Habe ich das Gefühl. Harit. Ball auf Embolo. Der ist einfach rotzefrech. Und versucht den Chip. Der schöne Ball von Harit. Und dann macht es nicht mit dem rechten Fuß, sondern mit dem linken. Da hätte man viel mehr draus machen können aus dieser Situation. Jetzt mal mit ein bisschen Kombination.
durch die Schalker Verteidigungskette, die direkt nachrückt. CDB auf Balde. Juri Thielemans. Achtung, jetzt müssen wir aufpassen auf Falcao und raus mit dem Ball. Perfekt. Und schnurstracks geht wieder in die andere Richtung. Das ist Arbeitsverweigerung. Breel, Embolo macht nichts draus. So einfach, wie ich dem gerade den Ball abgeluchst habe. Das ist Arbeitsverweigerung. Im höchsten Stile. Da bleibt ja ein wirklich die Spucke weg. Freistoß Monaco jetzt. Nastasic trifft Falcao auf den Fuß. Ja, tritt Falcao auf den Fuß. Und der Europameister Jean Moutinho mit einem Kurzpassspiel aus Ojibka. Und der Pausentee. Monaco, es ist nicht unverdient. Vor allem diese Lücken in der Verteidigung, die müssen sie gucken, dass sie in der zweiten Hälfte gestopft kriegen. Wir haben 42% Ballbesitz, aber führen trotzdem 2 zu 0. Die Effektivität ist es letztendlich, die wir an den Tag legen. Und sie reagieren auf jeden Fall schon mal. Jovetic kommt, der, soweit ich mich erinnern kann, mal bei der Roma gespielt hat. Auf jeden Fall in Italien hat er mal sein Geld verdient. Ist wahrscheinlich diese Saison an die Côte d'Azur gewechselt. Arman Jovetic, der Montenegriner und Fährmann. Der französische Meister, der strauchelt hier, der wankt, hat nix dem Schalker Sturmlauf entgegenzusetzen. Embolo. Wir können es uns eigentlich nur noch selbst zerstören hier. Oczipka, der spielen wir mal ein bisschen mit Ruhe und nicht hektisch nach vorne. Thilo Kehrer. Einfach mal gewartet, bis er nach vorne kam. Embolo. Das ist ein schönes Kombinationsspiel gewesen. Stambouli. Da ist auf Fuß zwischen. So, Falcao gegen 2. Balde. Die Innenverteidigung wird auseinandergezogen. Oczipka reiht sich da ein und verhindert mal wieder Schlimmeres. Ja, es wird abgepfiffen. Warum auch immer das abgepfiffen wird. Stasic gegen Jovetic, Serbien gegen Montenegro. Ist da vielleicht noch ein bisschen böses Blut mit dabei? Man weiß es nicht. Jetzt wieder ein Freistoß aus guter Position, vor allem Ding für João Moutinho. Den kann er direkt drauf zirkeln. Missverständnis da. Und Oczipka passt auf. Und jetzt haben wir wieder die Chance zu kontern. Embolo. Breel Embolo. An einem vorbei, an zwei vorbei und wieder. Der hätte locker schon ein Viererpack hier erzielen können, wenn er die Chancen klinisch gespielt hätte. So, jetzt haben wir den Zeitraum. Ronny Lopez kommt für den Doran. Wir wechseln auch gleich. Und da kam Radamel Falcao alleine
Es war noch niemals Falcao, es war Jovetic. Da kam Jovetic völlig frei zum Ball. Das möchte ich mir mal ansehen. Der wurde schlicht und ergreifend außer Acht gelassen. Und irgendeiner auf den Flügeln hat das Abseits aufgehoben. Gucken wir uns das in der Wiederholungssteuerung an. So. Moment der Ballabgabe. Das ist der Moment der Ballabgabe. Und es ist Naldo, der das Abseits aufhebt. Alles regelkonform. Und weiter geht's. Jetzt dürfen wir uns nicht in diesen Trott verfallen lassen, sondern müssen die Konzentration wieder hochstellen. Weil jetzt hat Monaco das ganze Momentum auf der Seite. Baldi. Und Fern. Einmal hat die Verteidigung von uns gepennt. Harit. Armin Harit. Also wir gucken, dass wir uns einigermaßen verteilen. Stambouli hat den Fuß zwischen. Und jetzt geht's wieder schnell. Burgstaller. Schwache Annahme von Kongolo. Guido Burgstaller. Mit der Chance für Schalke, hier den Deckel drauf zu machen. So, jetzt wechseln wir. Konopianka raus. Di Santo rein. Embolo auf links. Franco Di Santo wird eingewechselt. Wir wollen hier den Deckel drauf machen. Müssen wir auch jetzt eigentlich. Wir haben das Spiel komplett dominiert von vorne bis hinten in der ersten Hälfte. Aber jetzt finden wir kein wirkliches Rezept mehr. Sind mit den Chancen so schludrig umgegangen. Traoré kommt jetzt nochmal für Balde. Also auch da nochmal offensive Verstärkung auf Seiten der Monegassen. Ziehen sie mit dem One-Touch-Football die Abwehr auseinander, aber Ralf Fährmann ist immer noch sehr wachsam. Stambouli mit dem Fehlpass, beziehungsweise kommt der Ball nicht wirklich. Nastasic, den musst du raushauen. Das ist jetzt ein Spiel aus Messerschneide für die letzten 10 Minuten. Und rausbolzen geht nie gut bei mir. Embolo. Eckball. Wieder ein bisschen Ruhe einkehren. Lass uns mit Otschipka da hingehen. Und da stand einer genau an dem Pfosten, wo Burgstaller hinköpft. Jetzt macht Di Santo die Ecke. Jetzt müssen wir gucken, das war so schnell wie möglich. Wir werden ein taktisches Foul ziehen oder den Ball erobern. Ich glaube, letztere Option ist wahrscheinlich die bessere. Embolo. Ich kann mich nicht entscheiden von der Aussprache her. Embolo oder Embolo. Aber Di Santo mit seiner ersten Aktion. Oh, das ist klasse. Das ist klasse! Außer der Abschluss. Der schnelle Abwurf missglückt. Ich hätte ihn auf Burgstaller abspielen müssen.
Ich hätte ihn auf Burgstaller abspielen müssen. Dann wäre das ganze Ding nicht nagelfest gewesen. 100%ig. Sidi B gegen Thilo Kehrer. Ja, das Abspiel zu ungenau. Stambouli, 90. Minute läuft. Burgstaller. Weiter Ball auf die Santos. Subasic ist da. Muss jetzt nur noch mal den Ball erobern und raushauen. Und dann scheint es das gewesen zu sein. Wir haben es spannender gemacht, als es eigentlich gewesen ist. Aber trotz alledem, weitere 3 Punkte gehören uns. Das Hinspiel in Monaco mit 2:1 gewonnen. Und wir können schon jetzt mit dem Rückspiel das Achtelfinale klar machen. Aber vorher. 3 Spiele, 3 Siege. Läuft doch wunderbar. Und wir gucken auf die restlichen Ergebnisse. Real Madrid gewinnt gegen Dynamo Kiew mit 1:0. Inter verliert gegen Valencia. Das ist auf jeden Fall schon mal so ein bisschen eine Überraschung. Wir werden nach dem, wenn wir im Achtelfinale sind, dann, wenn wir uns das klar gemacht haben, im Rückspiel gegen Monaco allerfrühestens, werden wir auf die restliche Tabelle schauen. Wo wir dann schauen können, Juve besiegt Paris mit 1:0. Und das ist vielleicht sogar die größte Überraschung. Barcelona verliert 0:1 gegen FC Nantes. Das ist wahrscheinlich die größte Überraschung bisher. Und das ist unsere Tabelle nach dem 3. Spieltag. Wir sind immer noch vorne dran. 3 Spiele, 3 Siege. Läuft doch gut. Das soll aber auch so bleiben.